Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist eine Riesenfreude für mich, dass wir die zweite Talkshow heute machen dürfen. Nach dem sensationellen Erfolg der ersten Folge. Wir haben fast 4,8 Millionen Einschaltquote gehabt. Das ist mehr als schöne Zeiten, schlechte Zeiten jemals hatten. Und es ist deshalb verlängert worden. Und es ist schon die zweite Folge da. Und wenn das so läuft, geht es eben bis zu 8. Bei der Kerstin, bist du auf Sendung? Ja, immer ja. Kerstin ist auch dabei. Sie ist ein Fan von einem Gast, den ich heute habe, Rudolf Mooshammer. Er kommt aber etwas später, der Modezar aus München. Der Udo Ranke geht jetzt zur Bühne, das aber nur ganz nebenbei, denn wir sind hier in der Kantine von der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Werden Sie weich, seien Sie sympathisch. Tante Gisela ist da, die Christel ist da. Ne? Du hast das Foto mit dem Rudolf. Christel war nämlich mit dem Rudolf Mooshammer auf Sylt und da reden wir nachher nochmal drüber. Jedenfalls, Sie sind alle hier und werden Sie weich. Alle sind weich, wir sind eine Familie und wir wollen beweisen, oder ich will beweisen, dass eben diese Talkshow jeder machen kann. Und deshalb begrüße ich meinen ersten Gast. Er ist ein Theaterregisseur, er ist ein Filmregisseur, der hat auf Super 8 angefangen. Und Fassbinder hat ihn damals groß gemacht, würde ich mal sagen, indem er nämlich in der Zeit ganz toll über ihn geschrieben hat. Und ich finde ihn richtig klasse. Ja, da ist er. Walter Borgmeier. Walter, ich freue mich, dass du gekommen bist. Es war mir eine Ehre. Du bist jetzt gerade wieder aus Köln zurück, bereitest gerade schon wieder ein Theaterstück vor. Du produzierst ja pausenlos. Für die, die es nicht wissen, ich mache momentan unheimlich viel Theater, habe in Köln zwei eigene Häuser. In dem obersten läuft zurzeit das Musical Tarzan, wo die Datteln rappeln. Und unten läuft noch Geier Valley, immer noch. Wie lange läuft denn das schon? Das gibt's doch. Das läuft fast 4 Jahre. Das heißt also, du bist Multimillionär? Nee, bin ich nicht. Aber fast? Nein, auch nicht. Ich habe das Theater neu gemacht, das hat Millionen gekostet, ich zahle ab. Ich habe Schulden, 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 macht aber nichts, es macht ja Spaß. Lebensversicherung? Ich habe es irgendwann gelernt, es lebt sich wirklich besser mit Schulden. Ist komisch, ne? Wenn man 30.000 Mark auf dem Konto hat, wird man unglaublich geizig. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich habe keine 30.000 Mark auf dem Konto. Ja, da haben wir das erste Thema auch schon angesprochen. Hast du auch noch ein, wie sagt man, das ist ja auch wichtig, ein, sag mal, so ein... Gesagt doch. Also so ein Anliegen mit der Gesellschaft und mit dem... Wir gucken uns das an und dann kommt da der Prozess in Gang, das Punkt zum Beispiel. Ich weiß nicht genau, wo du drauf hinaus willst. Auf alle Fälle habe ich für mich... Ich will ja mit der Sendung auch was verändern. Ja, das tust du mit Sicherheit, weil ich denke mir, das ist so eine Art von Talkshow. Ja, ich war jetzt schon in sehr vielen Talkshows, aber in so einer Art wie jetzt, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, war ich noch nicht. Auf alle Fälle finde ich es doch sehr familiär. Das ist ja nicht abgesprochen. Das ist ja nicht abgesprochen. Walter! So nett wie es hier ist. Man muss die Familienmitglieder einfach feiern. Nein, ich finde es schon mal insofern. Normalerweise sitzt in einer Talkshow, ist meistens das Publikum im Rücken. Ich finde es so toll, dass man sie permanent immer wieder sieht. Fände es aber noch netter, wenn es was zu trinken gäbe. Das ist natürlich ein tolles Stichwort. Und zwar haben wir auch heute Abend wieder Heiner Müller dabei, der hier exklusiv mit freundlicher Genehmigung von Frau David aus der Documenta Kassel serviert. Heiner Müller, bitte. Kannst du die später bringen? Bringst du die noch mal später? Ja. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Rudolf Mooshammer. Ja.
Schön, dass so eine Freude da ist und ich freue mich ganz besonders, heute in eurer schönen Stadt zu sein. Schon mal vorher in Berlin gewesen oder das erste Mal? Also ich muss sagen, Berlin ist eigentlich ein Wegweiser für mich gewesen. Und zwar, mein Traum war immer, als Jugendlicher nach Berlin zu gehen und in Berlin zu bleiben. Und mit 21 Jahren bin ich dann nach Berlin gegangen und ich sollte zu Lindenstedt und Brettschneider kommen, was damals in Ostberlin war. Und ich war in Dahlem in einem Haus bei Freunden und sollte am nächsten Tag vorgestellt werden bei Lindenstedt und Brettschneider in Ostberlin. Und am nächsten Tag gehe ich zum Frühstück runter und da saßen meine Freunde alle ganz mit blasser Miene da. Sag ich, was ist denn los? Und in dieser Nacht ist diese Mauer gebaut worden. Und das war für mich natürlich ein Wegweiser, weil dadurch waren sie alle besorgt, so schnell wie möglich mich wieder nach Hause zu schicken. Und ich sollte also nicht in Berlin bleiben. In West-Berlin wäre es dann gewesen oder im Osten? Nein, ich wäre zu Lindenstedt und Brettschneider, die waren damals in Ost-Berlin. Und, also eine ganz andere Moderichtung und, dann? Nein, das war nicht. Aber wieso andere Moderichtung? Warum? Der Osten hatte ja viel Elaste und Plaste. Es war damals leider nicht so lächerlich, wie Sie es jetzt hinstellen. Jetzt ist aber Sacklein, sehr viel Sacklein, glaube ich, oder? Sondern es war eine dramatische Situation und die Leute waren eigentlich wahnsinnig gedrückt, weil niemand wusste, wie die Zukunft aussieht. Ich wollte noch mal eben sagen, dass das jetzt keine Beleidigung war den DDR-Bürgern gegenüber. Das war überhaupt nicht meine Absicht, das kam jetzt so blöd rüber. Ich habe nur gesagt, dass natürlich eine andere Situation war in der Moderichtung, gab es andere Richtungen. Nee, das ist mir jetzt unangenehm. Jetzt sitzen Sie schon im Fettnapf drin, da können Sie eh nicht mehr raus. Ich muss da aber raus jetzt. Nein. Möchten Sie was zu trinken haben? Nein, danke, ist alles okay. Und Sie wollen doch, dass ich was erzähle und nicht, dass ich hier saufe bei Ihnen, oder? Gut. Vielleicht mischt das Hütchen. Ich habe aber für den, das Thema ist ja auch, sind Tiere die besseren Menschen? Das ist ja auch so ein Thema in unserer heutigen Folge. Ich glaube, da kommen wir aber nicht dazu. Daisy, hast du Hunger, Daisy? Wenn Sie im Ausland sind, so wie in Russland zum Beispiel, da sind wir sehr oft, da sind Sie vielleicht ganz, nichts geben, ich weiß ja gar nicht, was das ist. Ich Cäsar. Sehr vorsichtig. Ne, okay. Der hat alles gefressen, ist lieb von Ihnen, aber das stellen wir dann hier. Und das war ja dann schon wieder ein Fettnapf, oder? Nein, das war kein, das ist ihn wirklich reizend, das ist sehr nett und ich schätze das auch. Aber er hat gerade gefressen und zu viel ist auch nichts. Ich wollte noch erzählen, ich habe nämlich auch einen Hund gehabt. Ja? Und zwar war das Tobi. Und Tobi ist deshalb umgekommen, weil er unheimlich gut reagiert hat, beziehungsweise weil er aufs Wort reagiert hat. Und zwar ist er nämlich, als ich 8 war, 68 war das. Wer ist Tobi? Da. Dein Hund. Ja. Können wir das mal zeigen? Ja. Mhm. Der ist dann auf die Straße gelaufen und ich war mit meiner Mutter und meinem Vetter unterwegs über die Straße. Und dann ist er gelaufen. Normalerweise hat er immer gesessen, neben meiner Mutter gewartet, bis sie losgegangen ist. Wer hat gesessen? Hier, der Tobi. Der Tobi. Ach, der Tobi ja. Und dann hat er gewartet und in dem Fall hat er aber nicht gewartet. Er ist auf die Kreuzung gerannt und meine Mutter hat Tobi Sitz gerufen. Und das war der Fehler im System, weil der Mercedes ihn dann total erwischt hat. Tobi wurde überrollt und war tot. Und jetzt würde mich interessieren, ich habe nämlich auch hier gelesen und auch natürlich Interviews, ist Daisy dressiert? Ist sie abgerichtet? Würde sie bei Sitzplatz, würde sie auf der Kreuzung stehen bleiben, oder? Nee. Also bei dem Hund, da haben wir die tollste Erziehung gehabt. Wir haben ihn nach Salem geschickt und überall hin, nicht? Aber es hat keinen Sinn gehabt, weil Daisy ist eine Persönlichkeit. Und Daisy würde sich nie diktieren lassen und tun, was ich sage. Sie macht das, was ihr Spaß macht. Und am Anfang war das ganz unangenehm für mich, weil sie einfach nicht folgt. Aber heute respektiere ich das. Es ist ihr Leben. Und sie soll das machen, was sie will. Und inzwischen hat sie es geschafft, dass sie mich diktiert. Also ich folge bei der Daisy und nicht mein Hund. Das ist bei uns ganz anders. Und so in 2, 3 Jahren, was machen Sie dann? In 2, 3 Jahren, warum? Da wird sich das nicht ändern, unser Verhältnis. Da ist sie doch 14, da ist sie doch dann wahrscheinlich nicht mehr auf der Welt. Wir werden ein ganz schwieriges Verhältnis haben, weil wir... Sie macht nie das, was ich hätte gerne und umgekehrt auch nicht.
Sie sind so sinnlich. Sie versuchen mich zu kopieren in der Frisur. Findet ihr nicht? Ihr habt schon versucht. Aber es sieht ganz anders aus. Also es fehlt noch. Es oh, da ist eine Perücke auf. Nein. Also es nein. Fehlt, ist das eine Perücke? Haben Sie eine Perücke? Ist das echt? Ja, das wollte ich immer mal fragen. Aber das sind die alten Fragen seit 30 Jahren. Ja, fragen Sie was Intelligentes. Weil die sehen nein, so stumpf. Er hat die Haare nicht so diszipliniert wie ich. Also bei Ihnen ist es keine Frage. Nee, noch nicht. Ich habe die Tante Christel hier. Tante Christel war damals mit dir zusammen auf Sylt. Christel, zeigst du mal das Foto bitte. Wer ist es, die Tante Christel? Tante Christel, die hat mir das Foto von eben gezeigt. Von wem ist es die Tante? Wir wollen, also das ist ja auch das Element dieser Sendung, dass es sich um eine Familie handelt. Das ist der Zusammenschluss, das ist Daisy, unser einziger Hund in der ganzen Familie heute Abend. Und das ist Christel. Ja? Du bist der einzige Hund. Der einzige. Und dann gibt es noch jemanden, der sie sehr verehrt und der sie unbedingt heute Abend kennenlernen wollte und ist 70 Kilometer gefahren. Das ist die Gisela, die arbeitet hier an der Volksbühne und sie wollte ihnen diese Rose überreichen. Mei, ist das nett. Sind Sie extra hergefahren heute? Komm doch ganz kurz mal hoch, ganz kurz. Komm, eine Minute, komm, Gisela. Doch bitte. Einfach eine Minute. Gisela! Also ich freue mich, dass Sie extra 70 Kilometer hergefahren sind. Vielen Dank, dass Sie das gemacht haben. Vielen Dank vor allem für diese wunderschönen Rosen. Danke sehr. Bitteschön. Gisela. Sag doch einfach, wieso du jetzt eben 70 Kilometer fährst. Du bist 70 Kilometer jetzt gefahren, um Rudolf Mooshammer mal persönlich kennenzulernen. Du hast davon schon vorher erzählt, als du hörtest, dass er kommt, hast du gesagt, das ist einer, den du immer schon bewundert hast. Ja. Und dann erzähl doch mal ganz kurz, was du hier machst am Haus und warum du ihn bewunderst. In kurzen Sätzen. Also was du... In kurzen Sätzen, Entschuldigung. Ja, in kurzen Sätzen, genau. Ich bin Ankleiderin, habe versucht, ihre Garderobe einzurichten. Mhm. Etwas gemütlicher als sonst. Mhm. Und, wie hat das vorher ausgeschaut? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Und ich habe heute eigentlich frei, morgen erst wieder Dienst. Und dachte mir, das kannst du dir nicht entgehen lassen. Mein toll, danke. Und zu begrüßen. Also ich freue mich natürlich, wenn es Menschen gibt, die Vorbilder haben und die auch Menschen dann auch verehren. Und ich finde es ganz toll, dass zum Beispiel auch junge Leute bei uns im Geschäft stehen in der Früh und dann unser Geschäft anschauen. Und dann inzwischen kommen schon ganze Busse an, der Fremdenverkehrsbus, der halt um 11 Uhr da und fangen zum Winken an. Und ich finde es toll. Und ich muss ehrlich sagen, ich schätze das auch. Und es ist eine Bewunderung eines Erfolges auch. Und Erfolg soll wieder in Deutschland auch anstrebenswert sein. Und das hat man lange Zeit nicht mehr gehabt. Und ich finde es toll, wenn das Menschen wieder tun hat. Ja. Gisela! Was mich interessiert, und zwar das Buch Mama und ich. Und wenn es ein Buch gäbe, was ich auch schreiben würde, dann wäre das eben bei mir Papa und ich. Und deshalb würde mich interessieren, was ist mit Ihrem Vater? Der kommt nun sicher auch in dem Buch vor, aber da steht nur, er hat sein Vermögen ja verloren. Und dann ging es uns schlecht, aber wir haben uns rausgebaggert und so weiter. Der Mutter wird ein Denkmal gesetzt. Und was war mit dem Vater los? Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, ein schweres Thema. Ich mag gar nicht so gern reden über dieses Thema. Mein Vater hat sein Vermögen verloren aus verschiedenen Gründen. Und das wäre kein Problem gewesen. Aber das Problem war, dass er leider ins Trinken gekommen ist. Und wir wollten ihn halten unbedingt. 10 Jahre hat ja dieser Weg gedauert und das ist schon eine lange Zeit. Und 10 Jahre einen Menschen retten zu wollen und dann zu erkennen, man kann ihn nicht retten,
im Gegenteil auch noch Angst haben vor einem Menschen, der einfach durch Alkohol einfach die Sinne auch verliert und auch gefährlich für einen wird. Also wir haben ja am Schluss auch dann eigentlich Angst gehabt vor ihm und Angst um unser Leben auch, weil er wollte immer uns diese Scham ersparen und sagte immer, der beste Weg ist, wir gehen alle aus dem Leben. Und war das für dich, Walter, bitte? Die Mutter oder der Vater wichtiger? Die Mutter. Immer die Mutter. Und dadurch war natürlich die Notlage so schlimm, dass man sagt, so geht es einfach nicht mehr weiter. Und dann hat sich's eben auf die Mutter bezogen. Nicht? Okay, ich habe gedacht, wir reden über Hündchen. Jetzt sind wir bei Vätern gelandet. Ich wollte jetzt eigentlich über meine Eltern noch reden, aber das... Ja, dann reden Sie über Ihre Eltern. Das finde ich auch schön. Also erzählen Sie was von Ihren Eltern. Was haben Ihre Eltern gemacht? Meine Eltern, also mein Vater war Apotheker und das habe ich in der Sendung vorher auch schon mal erzählt. Deshalb ist das kann ich ja eigentlich jeder jetzt machen. Ne, mein Vater war Apotheker und meine Mutter Kinderkrankenschwester. Und die wollten 6 Kinder haben, haben aber keins bekommen, hat 9 Jahre gedauert. Und somit muss ich also jetzt, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, praktisch 6 Kinder darstellen. Dadurch kommt dieser Druck immer. Wir haben es da Massenkampf, ist sowas geworden, oder nicht? Also dann will die Eltern so ein Massenkampf. Besitzt. Was war Ihr Vater? Der war Lagerist und meine Mutter, die hat ihr Leben lang Schuhe, Handschuhe gesteppt, genäht und ich habe ihr dabei geholfen. Schön, also war schön, sind Sie ans Arbeiten herangeführt worden? Ja, ich sage deshalb ich arbeite schön, auch gerne. Weil er eben, wir haben vorher gesprochen und er sagt, er arbeitet so wahnsinnig gerne, das ist eine Freude. Hallo, trotz der Problematik, was so ein Theater. Sie führen da ein Gespräch. Ich hasse nichts mehr wie Faulenz. Du? Du arbeitest auch viel. Jetzt bring ihn doch nicht in Verlegenheit, Chef. Er schaut ganz verlegen aus, wirklich wahr. Ich arbeite auch wahnsinnig gern, muss ich sagen. Und gehe eigentlich selten in Urlaub und habe keine Freude auch mit dem Urlaub, muss ich sagen. Weil meine Freude ist, ich arbeite irrsinnig gerne. Macht mir Spaß, das ist mein Pulsschlag und mein Lebenselixier und da fühle ich mich auch gut und ich fühle mich ganz elend und schlecht, wenn einmal ein Sonntag oder Feiertag da und ich nichts zu tun habe an diesen Tagen. Das ist langweilig. Und 6 Millionen Arbeitslose, die da jetzt in Deutschland rumsitzen, dieses Thema kommt auch jetzt in jeder Sendung vor. Das sind nicht 6 Millionen, das sind 10 Millionen. Die 6 Millionen endlich sind einer, der noch draufschlägt. Das ist nämlich wirklich erstunken und erlogen. Vielleicht, dass Sie einfach sagen, jetzt haben Sie eine Minute, die Susanne sagt jetzt dann gleich Stopp wieder. Und sagen diesen 10 Millionen Arbeitslosen etwas, was ihnen wirklich, was sie glauben, was vielleicht zum Tanken nötig ist im Moment. Was also in dieser Thema, Situation zum Tanken. Das Thema ist viel zu ernst, um damit man in einer Minute da einfach so schnell, pauschal, relax etwas sagen kann. Weil das kann man nämlich gar nicht. Da kann man eigentlich nur sagen, dass man Menschen einfach, die Zeit geht immer weiter. Und man, für jeden gibt es eine Hoffnung. Man darf nur den Glauben an sich selbst nie verlieren. Wenn man den Glauben an sich verloren hat und vor allem, wenn man trotz aller Notlage auch verloren hat, sich über kleine Dinge sich freuen zu können, dann hat man sich aufgegeben und dann hat man Schwierigkeiten, aus dem tiefsten Loch rauszukommen. Man kann sich über einen Sonnenaufgang freuen, der kostet nichts. Man muss ihn nur erkennen. Und man kann sich über einen Regenbogen freuen, der kostet auch nichts. Aber man muss ihn erkennen. Und wenn man da Freude zeigt und entwickelt und sagt, ich freue mich über diesen schönen Moment und morgen wird es mir besser gehen und ab jetzt fühle ich mich stärker, dann hat man eine Chance, finde ich, auch die schwierigsten Zeiten zu bewältigen. Wir haben sie durchgemacht und erlebt und uns hat nur diese Situation geholfen eigentlich. Und ich würde, ja. Und ich würde sagen, gehen Sie jetzt an Ihre Fenster
rufen Sie, öffnen Sie die Fenster und rufen Sie, tötet. Gehen Sie jetzt und rufen es bitte nach draußen, tötet. Es ist gesetzlich geschützt, dieser Begriff, weil das ist schon mal als Kunstform benutzt worden. Sie können das ruhig rufen, Sie machen sich nicht strafbar und ich auch nicht, weil es ist kein Aufruf zum Mord, es ist eine Kunstform. Also glauben Sie an sich, sagen Sie, ich bin auch noch da, ich habe meine eigene Vergangenheit, ich habe Begriffe, ich habe Gegenstände, die ich definiert habe in der Vergangenheit, die mir Kraft geben, die für mich etwas bedeuten und die sind was wert und nicht die Begriffe und die Gegenstände, die man mir immer aufhalsen wollte. Und glauben Sie an sich selber und sagen Sie einfach, ich benutze eine Kunstform, weil ich selber eine Kunstform bin. Und mein Privatleben ist Kunst. Mein Privatleben, das ist Kunst. Und das ist existent und das muss ich vertreiben. Vertreiben Sie sich selber. Gehen Sie ans Fenster, öffnen Sie und rufen Sie, tötet. Und zwar so kräftig, wie Sie können. Und die Straßen sollen beben. Und wir machen das jetzt auch hier im Studio einmal alle zusammen. Achtung, es geht los. Und tötet. Tötet! Tötet! Ich denke mir, es würde schon reichen, wenn es dann wählt ihn nicht mehr. Das reicht. Also. Weil ich muss ehrlich sagen, so solche Gewaltaussprüche, wie Sie haben, die hat man in der Geschichte ja schon ein paar Mal gehabt. Und da muss man immer sehr bedenklich sein und muss man auch Angst haben davor. Das würde ich nie sagen, so etwas, was Sie da tun. Diese Arbeitslosen müssen motiviert werden, das ist es einfach. Und es sind auch nicht nur 4 Millionen, die sich da rumfaulenzen oder sowas. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Mehr. Nein, es sind weniger, glaube ich. Das glaube ich nicht. Doch, ich glaube. Ich kann dir sagen, ich suche jeden dritten Monat in der Zeitung, weil ich neue Arbeitskräfte suche, weil sie wollen gar nicht arbeiten. Es gibt so viel Arbeitskräfte. Das stimmt da überhaupt nicht. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ja, vielleicht und wenn, aber nicht, wenn weil ich von sie mir nicht aus motiviert werden. Nein. Sie werden einfach nicht richtig motiviert. Nein. Man sagt, das haben wir schon alles das gehabt, nicht. Das haben wir schon gehabt oder so. Und wenn ich von mir aus Maschinenbauschlosser bin und finde da keine Stelle, dann kellner ich halt. Was ist denn dabei? Wenn ich Arbeit will, finde ich sie. Also das ja, aber die Arbeit muss doch irgendwo auch, das hat man doch, da haben Sie über den Osten gerade geredet, oder sonst was, eine Arbeit ist doch auch ein Identifikationsmoment. Man muss doch eine Arbeit ausführen können, wo man in gewissem Maß auch was mit zu tun hat. Natürlich kann ich bei McDonald's jetzt, wo Sie ja, Werbung kann für ich machen, auch arbeiten. Kann ich irgendwie hingehen und sagen, wenn ich brauche doch Geld zum Mark, Leben, also muss ich irgendwas ja, machen. Zum Leben, aber vielleicht kann man sich selber auch noch mal wiederfinden in der Arbeit. Warum soll man sich nicht in der Arbeit auch selber mal wiederfinden? Sie, ja, das Sie kann finden ja, sich das kann jeden doch Tag sein. In Ihrer Arbeit wieder. Du findest dich in deiner Arbeit wieder, ich in meiner Arbeit ich wieder. Ich habe das Glück, aber es kann doch sein, ich kann genauso gut bei McDonald's arbeiten und kann auf einmal feststellen, dass es mir irgendwie Spaß macht. Das kann doch sein. Aber ich muss es mal ausprobieren. Bitte, hier, Mikrofon. Was ist? Jetzt kommt es hier zur Bürgerfunk. Jetzt kommt der Bürgerfunk. Hier der Herr da, USA. Ja, dann würde ich mal empfehlen, da mal eine Woche hinzugehen. Das ist immer leicht gesagt, wer Arbeit hat. Ich würde das, also, wenn da ich hin Sie, müsste, würde ich das tun. Recht, ich würde genauso das sagen gut nur die Leute, putzen, das ist doch vollkommen die Leute. Egal. Nein, es stimmt nicht. Ich habe auch schon nur von Reis und Ketchup gelebt, was mir ganz schlecht geht. Und habe auch irgendwas. Hauptsache, ich tue irgendwas, damit ich Geld verdiene. Ich muss ja weiterkommen. Und wenn ich Geld verdiene, habe ich eine Sicherheit und kann mich umgucken, andere Dinge zu machen. Aber ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, der Staat bezahlt mich, kriegt diese Stütze und kriegt da eine Stütze. Warum soll ich, kriege ja Wohnungsgeld, warum soll ich mir eine Wohnung suchen? Warum? Also ich sehe das Nein, ganz jetzt anders. Muss man schon eigentlich zum, jetzt muss man schon auch nicht so sagen, Gott sei Dank ist es nur ein kleiner Prozentsatz. Ich kenne so viele jugendliche Leute, die so motiviert sind, die so fleißig sind, die so anschieben, auch zum kleinen Tarif und die enorm Wunderbar. Tüchtig sind. Ja, und Gott sei genau. Dank gibt es das auch. Und ja. Das ist immer noch die Mehrzahl und es ist nicht umgekehrt. Also Gott sei Dank, es gibt überall... Sie müssen ja auch zum Flugzeug wieder und wir haben nur noch eine Sache und zwar den Fototermin. Wenn wir den auch ganz kurz mitnehmen, machen wir den zusammen. Ja? Also die Desi hat gesagt, die Sie hätten das Thema verfehlt. Gell, Desi, jetzt hätte sie nicht, sie sagt, sie hätte mich gar nicht mit müssen. Desi, du bist so ein absolut tolles Frauchen, ne? Oder? Ja, Frauchen. Da kann man gar nichts mehr sagen. Also ich bedanke mich recht herzlich bei Rudolf Moshammer, dass er hier war. Herzlichen Dank. Rudolf! 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 Rudolf!
Wie war das für dich jetzt gerade, das Gespräch? Ich fand das so lustig, weil dieses Hühnchen mir meine Hand geleckt hat. Das ist so ein Leckhühnchen, oder? Ob Kölsch sagt man ja, schmecklecker, ne, zu dem Hühnchen. Und glaubst du, dass der Hund, also dass der Hund so aussieht wie sein Herrchen? Oder das Herrchen so aussieht wie sein Hund? Sagt man oft, aber ich glaube, in dem Fall von Mooshammer sah ich da keinen Vergleich. Was ich bei ihm toll finde, ist, dass er immer eigentlich ja, wenn man Fotos sieht oder irgendwelche Interviews sieht, dann denkt man immer, das ist so ein, naja, halt total durchgeknallt. Ne? Und was er dann plötzlich. Das ist er eben nicht. Ja. Versteht sein Geschäft. Mhm. Ja. Mhm. Absolut. Ja. Er war schon interessant. War ein guter Talkmeister. Er war ein guter Talkmeister, ne? Du meinst einfach, er ist ein klasse Typ und er hat eine gute politische Meinung. Ja. Und die ist auch rechts anzusiedeln. Ja. Und das ist gut so. Ach, na, hören Sie mal. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Sie so sehr sympathisch. Aber Ihre Meinung kann ich nicht teilen. Absolut. Die Tante Christel. Schade drum. Das ganze Thema ist ein bisschen entgleist. Stimmt's? Jetzt mal ehrlich. Sie sind wegen dem Daisy Hündchen gekommen. Nein, ich bin nicht wegen Daisy. Ich bin einfach nur gekommen. Die Talkshow hat mich immer schon mal interessiert. Und irgendwie, finde ich, ist es ein bisschen daneben gegangen. Die ganze Talkshow. Das Thema war ja Tier und Mensch. Oder wie war das Thema draußen an der Ehe? Ist der Hund dein bester Freund oder irgendwie sowas? Und das ist ja nur absolut nicht angesprochen worden. Ist auch unwichtig, davon abgesehen. Das Thema ist auch unwichtig. Nein, ich meine, ob man nun jetzt. Aber wir sind zu sehr ins Politische geraten. Und das sollte ja im Grunde genommen. Also das Thema ist eigentlich auf den Hund gekommen. Richtig. Ja, das war's. Ja. Das Thema ist auf den Hund gekommen. Herzlichen Dank. Ja. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Ja. Heute Abend 6 Millionen Einschaltquote. Es wird mehr und mehr. Und nächste Woche bei mir zu Gast der große Pointenjäger und wahnsinnig komische Kabarettist Harald Schmidt.